Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Bulletstorm for the Crib Edition. Wir sind immer noch mit Serrano unterwegs. Ich glaube, diesmal sogar auf seinem Schiff, oder? Ich glaube, wir sind auf seinem Schiff, ja. Das Ding ist am Arsch. Benutz die Final Echo-Peitsche, die du gestohlen hast. Reiß dir diese Kiste und blockier klar, die Tür. Ich will nicht hören, Beeilung. Der Gang ist zerstört, aber dieser Schacht führt uns hin. Was du nicht sagst, Alter. Ich soll die Final Echo Peitsche benutzen. Tick, tack. Seid ihr nervös, Jungs? Halt endlich deine verfickte Fresse. Oh, ist das Baby etwa mies gelaunt? Das ist die Schuld, richtig, Junge? Und all diese Toten helfen auch nicht wirklich. Du noch mal! Gern geschehen. Bist du etwa sensibel, Junge? Soll ich Papa in den Arm nehmen und dir sagen, dass du das gut gemacht hast? Ja. Die Fluchtkapseln. Nur die Hälfte von ihnen wurde benutzt. Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, nachdem dein kleiner Wichser hier uns gerammt hat. Wir haben dein Schlachtschiff abgeschossen, das haben wir getan. Deinen kostbaren Warbird mit einem Klasse-D-Spectre vom Himmel geholt. Das tut doch bestimmt weh, oder? Und auch wenn es nicht deine ganze Crew rechtzeitig in die Fluchtkapseln geschafft hat, dir ist es gelungen. Frauen und Kinder zuerst, war es nicht so? Ich dachte, wir nutzen jetzt die Fluchtkapsel, aber okay. Erstmal kurz Muni auffüllen. So, das sind wir voll mit. Hiermit sind wir auch voll. Dann wollte ich erstmal hier alles upgraden. Fertig, ne? Okay, Kapazität erreicht. Sehr schön. Nochmal Upgrades. Ach doch, hier können wir noch ein Ladungsupgrade kaufen. So. Nein, ich wollte aber nicht die Waffe auswählen. Warum ist denn... Mann, nur wenn man ein Ladungsupgrade kauft. Warum? Linke Waffe. Rechte Waffe. Mann. Immer wenn man ein Upgrade kauft. Warum? Es ist eine beträchtliche Menge Acrylnitril in der Luft. Hochentzündlich und giftig. Ihr dürft nicht schießen. Keine Knarren. Na, das wird ein Spaß. Oh. Treten und peitschen, nicht schießen. So? Yeah. Geh weg! Ganz nah. Ein paar Stockwerke nach oben und wir sind da. Alter. Es waren ein paar viele gerade. Verdammt. Elektromagnetische Impulsfelder. Nein. Sieht echt scheiße aus. Wenn ihr hochgeht, zündet er auch die Bombe. Was kümmert dich das, Sushi-Arsch? Du bist dann bereits tot. Weißt du? Ishii versucht ihn die ganze Zeit zu retten. Hey, und der Typ nennt ihn einfach eiskalt Sushi-Arsch. Ich mag meinen Mutanten hoch. Das ist Spaß, Alter. Die Peitsche kannst du einsetzen. In den Sack. Oh, auf Arsch. Habt ihr das gesehen? Schön einfach in den Arsch schießen. Ist hier irgendwo was? Ja, da war eine Flasche. Ich hätte ganz gerne mal wieder so ein Bot. Hey, wo kommst du denn her? Hab ich ihn reingekickt? What? Wann? Hä? Okay.
Sind die jetzt da gefangen? Nein, nein, nein. Ja, Serrano, du bleibst da. Du bleibst da, Serrano. Ich will mal nicht. Bist du grad? What? Ist er gerade über die elektromagnetischen Felder gerannt? Einfach so? Verdammt. What? Wie war nochmal der Code? Ich hab nur Spaß gemacht. Witzig, oder? Todeswitzig bist du, oder? Kann mir nichts Witzigeres vorstellen. So, ich würde gerne alle Waffen einmal vollkaufen, wie gesagt. Aber bitte wieder meine Schrotze. Wir haben ein Problem. Ich habe den letzten gekillt und ich kill auch den hier. Bumm. Einfach in den Arsch. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich habe ja keine Muni mehr. Moment. Der Freak braucht es, ein schöner Stiefelabdruck. Wie sollen wir rüberkommen? Ja, genau! Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Dass er von dem Elektro-Dings da sofort gekillt wird, aber naja, okay. Dann nicht. Ob es Sinn ergibt? Moment. Wir haben noch einen Granatwerfer, oder? Failgun? Deflailgun? Bouncer? Explosivgeschoss. Ach komm. Egal. Egal. Wir haben ein Problem. Ich hab den letzten gekillt und ich kill auch den hier. Dann haben wir einfach rauf, Leute. Ah! Ah, Peitsche! Oh yeah. Easy. Aber diese Viecher gehen mir so auf den Sack, ne? Weil man die nur killen kann, wenn man diese komischen bestimmten Körperteile von denen trifft. Oder die halt irgendwo reinkickt. Dann kann man sie auch killen, aber sonst. Wo bist du denn her? Einfach Schrotze. Einfach die Schrotze nehmen, dann ist alles gut, Leute. Merkt euch, Schrotze ist love. Schrotze ist leicht. Hey, wo willst du hin? Entschärf das Scheißteil. Es ist gesichert, du Idiot. Dafür sind zwei Leute nötig. Ich muss den Schlüssel in exakt demselben Moment umdrehen, in dem du den Deaktivierungscode eingibst. Sonst geht die Bombe hoch. Geh darüber. Ich mach den Code bereit. Beeilung! Okay.
Nu? Bin drüben. Hallo? Ach da, oh. Halt! Eine falsche Bewegung und sie geht hoch! Los! Ideenhebel, um Zugriff auf die Konsole zu erhalten. Gib folgenden Code ein. D, U, B, L, Ö, D, M, A, N, N. Drück jetzt den gelben Knopf, um den Code zu bestätigen. Ihr Penner habt wieder mal Scheiße gebaut. Ihr habt gerade die DNA-Bombe scharf gemacht. Du miese Ratte. Ja, ich muss einen Flug kriegen. Mit einer schönen Flasche Scotch und vielleicht einer Stewardess, die mir einen bläst. Such uns einen Weg hier raus. Geht nicht. Die verstärkten Wände sind zu dick, um die Umgebung zu scannen. Und jetzt? Das war's. Ich hab's. Los, komm! Alles klar, Alter. Dieser. Wo wollen wir hin, Gray? Das ist doch sinnlos. Reiß dich zusammen, Ishii. Wir haben noch eine Chance. Wir müssen zu Serranos Rettungsschiff, dann legen wir das Stück Scheiße um und fliegen nach Hause. Vertrau mir einfach. Was zum Verschwinden, ihr mich verarscht. Das kann doch wohl nur irgendein abgefuckter Witz sein. Das ist kein Witz, Gray. Es ist einfach das Ende des Weges. Der unausweichliche Abschluss. Scheiß drauf. Ah. Wie der Zufall es will? Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein 200-Meter-Sturz? Hier. Du bist schon besser. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was habe ich dir gesagt? Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht gibt es immer einen Ausweg. Genau, immer. Jetzt legen wir den Wichser um und verschwinden von hier. Sind wir nicht wieder bei der Bombe? Oh, diese verfluchte, abgewichste Scheiße. Wir sind wieder genau da, wo wir angefangen haben. Letztes Mal hat der Raum aber nicht gebrannt. Okay. Es muss einen aus. Vielleicht ist das hier aber auch einfach das Ende. Ich möchte lieber in Frieden sterben, als wie wahnsinnig das Schicksal herauszufordern. Ich bin an all dem hier schuld. Wenn ich sterbe, ohne es in Ordnung gebracht zu haben, dann erwartet mich bestimmt kein Friede. Gray. Hör mal. Wir haben Gesellschaft. Trishka. Das Tisch. Trishka, safe. Was ist doch? Trishka. Deus Ex Machina, wie zum Teufel? Wofür hältst du mich? Eine verweichlichte Tussi? Ich bin eine verdammte Final Echo-Kommandantin. Hab mich an einem Stromkabel festgehalten. Macht schon, hier stürzt alles ein. Was ist das? Sorry, dass ich eure Asche nicht schneller hier rausgeholt habe. Hoffe, eure Hosen sind noch trocken. Meine Hose ist trocken, aber mein Arsch juckt vor Freude. Du hast ziemlich verängstigt ausgesehen. Selbst ein Mann hat manchmal Angst und ich bin nicht zu stolz, das auch zuzugeben. Habe den Funk abgehört. Das Rettungsschiff ist unterwegs zum Raumhafen. Perfekt, gehen wir. Ich fühle mich echt mordlustig. Oh ja. Oh ja. Verschwendet keine Zeit. Das Gebäude wirkt unwohnlich. Notruf! Halt mir! Ich weiß nicht, ob es was bringt, Trishka. Aber es tut mir leid. Hätte ich gewusst, was Serrano vorhat. Es geht mir gut. Wirklich. Danke. Alles klar. Das wollte ich gerade machen, du Arsch. Jetzt hätte ich es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Wie weit ist der Raumhafen entfernt? Nicht weit, aber sie werden auf ihn warten, also... Schon kapiert. Beeilen wir uns. Okay. Wir haben sehr viel Muni verschwendet. Sehr viel. Aber wir haben auch wieder gut was hier an Dings bekommen. Ladung kaufen. Muni kaufen. Ladungsupgrade.
Ladungsupgrade. Linke Waffe. Rechte Waffe. Detonation. So. I'm ready. Das Urlaubsresort mit einem Haufen zwangsverpflichteter Straftäter aufzubauen, war wohl doch eine scheiß Idee. Ich schätze, die Trottel, die es gebaut haben, haben ständig mit dem Begriff Narrensicher um sich geworfen. Was ist denn mit den Kennern schon wieder los? Haben gemerkt, dass das Rettungsschiff in einer tieferen Umlaufbahn ist. Die wollen als Erste da sein. Prima, ich habe nichts dagegen, dass sie abgelenkt sind. Kugeln scheinen nicht die richtige Lösung zu sein. Komm runter. Eek! Wow, das war ein guter Schuss. Komm mal runter jetzt. Spasti. Und du auch. Mann. Die gehen mir am meisten auf den Sack, ne? Die ganze Zeit von weiter weg schießen. Hab ich gerade wen gehört? Nee? Okay. Doch. Ganz langsam, kleiner Hitzkopf. Wenn diese Irren hier alles zerfetzen wollen, lassen wir sie doch einfach. Alle tot? Noch nicht ganz, okay. Okay. Bot, Bot. Yeah. Bot zerstört. Okay. Wie schön. Ein Hinterhalt. Boah, geh mir nicht auf den Sack. Alter! Irgendwer? Nein. Cannonball schmeißt wieder Fettsack auf 12 Uhr! Erstmal die kleinen Dinger da besiegen. Du lebst ja noch! Digga! Tschüss! Kannst du jetzt mal? Danke. Schick dir meine Waffe wieder. So war's das? Alter. Ich bräuchte einen Checkpoint, Leute. Hier ist doch bestimmt einer. Nein, irgendwie nicht. Das ist unlucky. So.
Muni kaufen, voll. Muni kaufen, voll machen. So. Hätte ich jetzt hier bitte... Ah, Checkpoint. Danke. Gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Bart. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.